kann ich vielleicht eine lustige Anekdote erzählen mit Clemens Hartenbach. Da sind wir ins Grünwälder Stadion gefahren, vor vielen Jahren, am Sonntagmorgen. Und die Bayern haben dann ja nicht immer so, die haben jetzt nicht so früh aufgeschlossen, sind ja nicht viele Menschen gekommen, wenn der A-Jugend gespielt hat, die 150 oder 200. Und dann sind wir da hingekommen und da war noch zu. Und dann ist der Clemens nochmal zurückgelaufen und dann sind wir nochmal hingelaufen zusammen und hat der Clemens gesagt, das ist schon lange her, 10, 12 Jahre oder noch länger. Dann hat der Clemens gesagt, sag mal, spinne ich? Da drüben läuft der Gerd Müller, oder? Dann habe ich gesagt, ja, da drüben läuft der Gerd Müller. Und dann sind wir so nebeneinander hergelaufen, der Clemens auf der einen Seite und ich auf der anderen. Das ist so eine kleine Straße im Grünwald und der Gerd Müller ist da drüben gelaufen. Der Clemens hat gesagt, das gibt es nicht, der Gerd Müller. Weißt du noch, der Gerd Müller? Dann habe ich gesagt, unglaublich, der Gerd Müller. Also wir haben uns sozusagen über den Gerd Müller und dann irgendwann, wir sind auch da geblieben auf der Straßenseite, wir sind nicht gleich gekreuzt, wir brauchten ein paar Sekunden. Dann sind wir rüber und dann sind wir da durch die Katakomben. Da war dann ein Mann gestanden, zum Glück von Bayern, wo uns reingelassen hat, die Mannschaft hat noch gewartet gehabt. Und dann ist er da gesagt, und er hat gesagt, Servus. Und dann haben wir gesagt, hallo Herr Müller, der Clemens und ich. Und dann haben wir Gerd Müller die Hand gegeben und dann sind wir reingelaufen und haben uns umgezogen und dann ging es uns an einem Sonntagmorgen gut. Haben wir auch die Niederlage hinterher gegen Bayern einigermaßen gut verkraftet.